Oh hey, willkommen zu einer neuen Folge von Cheat Show, der Show, in welcher wir Cheats aktivieren, um diverse Dinge zu machen. Heute mit dem wahrscheinlich drittschwersten Spiel der Welt, ich korrigiere, des Universums, Dark Souls 3 auf dem PC. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Der erste Cheat, den wir uns anschauen müssen, ist natürlich der schnelle Boy. Das bedeutet, unser Charakter ist mit sehr inkonsistenter Geschwindigkeit unterwegs. Okay, warte, das sollte eigentlich nicht so sein. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Es gibt natürlich keinen besseren Anfang für dieses Spiel als der schnelle Boy. In dem Fall sind wir in vierfacher Geschwindigkeit unterwegs, was ihn sehr geschmeidig gleiten lässt. Dadurch, dass wir das Spiel gerade am PC spielen, kann ich natürlich noch viel höher gehen. Wie würde es aussehen, wenn wir auf zehnfache Geschwindigkeit wechseln würden? Ich meine, es ist das schwerste Spiel der Welt. Was wäre mit 25? Okay, das, okay, das ist, das macht die ganze Sache ein bisschen schwer zu kontrollieren. Ich tippe den Controller einfach mal an. Okay, wir haben es versucht, mit 25 Geschwindigkeit den Boss zu besiegen. Und wir ziehen das Schwert aus ihm raus. Nein, Vorsicht, nein, nein! Nein, nein, bitte nicht! Ich meine, es ist das schwerste Spiel der Welt. Okay, nein, nein, hör auf! Okay, die Nebeltür war nicht gut zu. Au! Oh Gott, nein, Hilfe, nein, nein! Ich meine, es ist das schwer. Parier dich, Oh, oh Gott, nein, nicht. Okay, wir parieren nicht. Das geht nicht gut aus. Okay, machen wir uns an der Stelle nichts vor. Das mit der 25%igen Geschwindigkeit wird nicht funktionieren. Was wäre aber, wenn wir in der halben Geschwindigkeit wie normales unterwegs wären? Das ist ziemlich langsam. Das wird ein weiter Weg zu dem Boss. Wow. Habe mich dagegen entschieden, ich hätte viel lieber 0,2% der Geschwindigkeit. Pass auf, Plunging Attack. Und er ist tot. Der Kampf geht also los. Jetzt dürfen wir nichts mit dem Zufall überlassen. Jetzt wird die Scheiße ernst. Oh. Ich für meinen Teil bekomme langsam das Gefühl, dass die 20%ige Geschwindigkeit nicht meine beste Idee war. Nimm dies! Prozent besser als du, Gundyr. 20% besser als du. Und ich dann so zu meinen Gegnern: Hey, wenn du es noch weiter treibst, muss ich wohl leider meine Keule auspacken. Und mein Freund, ich kann dir versichern, dass das eine Situation ist, von der du nicht begeistert sein wirst. Muss noch die Distanz der Kamera etwas modifizieren, aber jetzt bin ich bereit für eine gute Runde Dark Souls. Hey, ihr da drüben! Ich glaube, die Range wird nicht erhöht von der Waffe. Das ist ein bisschen unvorteilhaft. Oh Gott! Oh! Oh! Das ist die Dark Souls Erfahrung, für die ich hier bin. Ich habe mir sagen lassen, Feuerhüterinnen mögen große Keulen. Stellen wir die ganze Theorie mal unter Beweis. Was würdest du sagen, Lady? Sehr beeindruckt. Ashen One, what is wrong? Okay, ich würde sagen, wir hatten sollten unseren Spaß, aber jetzt ist an der Zeit, ernst zu machen. Wir brauchen ernsthafte Cheats. Cheats, die auch wirklich was in dem Spiel verändern. Mach dir am besten schon mal das Nachtlicht an. Denn wir spielen ab jetzt Darkest Souls. Es ist nicht nur Dark Souls, es ist wirklich Dark Souls. Das Interessante darin ist, dass trotzdem noch verschiedene Lichtquellen, wie zum Beispiel Feuer, wirklich noch vor sich hin leuchten. Das gibt dem ganzen Spiel tatsächlich einen. Es gibt dem Spiel einen sehr interessanten Look stellenweise. Dadurch, dass die Lichtquellen wirklich noch funktionieren. Ihr werdet sehen, was ich meine. Das Interessante daran ist die Stelle hier oben. Denn wer natürlich noch wisst, wird hier ein Drache auftauchen. Wenn der Drache auftaucht, werden unsere Augen überflutet mit einer wundervollen Menge von Drachen. Es ist kein wirklicher Drache, aber ihr wisst, was ich meine. Seht ihr, wie unglaublich cool das Ganze aussieht? Wie viele Seelen ich gerade bekommen habe. Das ist das Coole an diesem Cheat. Man kann interessante Dinge damit machen. Allerdings, es lässt sich schwer darüber streiten, dass das Spiel dadurch nicht wesentlich schwerer wird. Jedoch, uns in den First-Person-Mode begeben und jetzt das Spiel für die großen Jungs spielen. Hey Jungs!
Seid ihr bereit für die Abreibung eures Lebens? Oh Gott, bitte bring mich nicht um. Oh mein Gott, dieser First-Person-Mode ist so viel cooler, als er jemals sein sollte. Er ist so viel cooler, als er jemals sein sollte in diesem Spiel. Wie fühlt sich das an, Konsolenspieler? Wie fühlt sich das an, zu wissen, dass euch das schwerste First-Person-Spiel der Welt entgeht? Ich hoffe doch nicht sehr angenehm. Oh Gott, wo ist er? Da ist er. Jetzt entschuldige ich mich, ich nehme einen Schluck aus meinem Estus-Flakon. Ah, durch die Stirn, so wie es mir am besten schmeckt. Das ist gerade unfassbar desorientierend für mich. Ich habe keine Ahnung, wo was ist. Ich hätte mir eine Fackel kaufen sollen. Okay, voll eine Problematik. Ah, oh Gott! Oh Gott! Ich wusste, dass er da ist, aber ich wusste nicht, dass er so schnell schon da ist. Lauf, 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 lauf. Er ist irgendwo hier. Ich höre ihn. Hier ist jemand. Ich höre Schritte. Oh, niemand ist mir da. Ich kann das Bonfire entfachen. Ja. Seht ihr was? Die Fackel löst einige Probleme für mich. Ich kann wieder was erkennen. Seht ihr was? Vielleicht ist Dark Souls gar nicht mal so schlimm, wie ich das zuerst dachte. Außer. Ich würde noch die Aggression Mod für alle Gegner aktivieren. Was dafür sorgt, dass... Oh Gott, weg! Dass alle Gegner zu mir hergerannt kommen, weil sie mich sehen können. Oh shit! Oh shit! Nein, nein! Oh Gott, ich habe kein Levels mitgenommen, das war ein Fehler. Gute Sache ist, ich sollte einfach hier runtergehen können und dann... Oh shit! Sagen wir einfach, ich könnte hier runtergehen. Und dann nie wieder irgendwelche Probleme haben in meinem Leben. Ich weiß, was ich tue. Jetzt komm her. Nein! Yes! Hunde! Oh Gott, Hunde! Viele Gegner! Viele, viele, viele Gegner! Tod! Leben! Leben! Estus! Laufen! Immer, immer weiter laufen! Nicht stehen bleiben! Laufen! Laufen, wichtig! Nach oben! Atmen! Angstzustände! Fahrstuhl! Fahrstuhl nach oben fahren! Das Gefühl, willkommen zu sein. Das ist übrigens gerade eine Boss-Cutscene. Man erkennt sie und nicht, weil es hier in der Gegend wirklich dunkel ist. Bord aus dem Nordwindtal. Du bist überhaupt nicht nervig in First Per... Oh mein Gott, das ist fürchterlich. Was? Was? Ich bin tot. Ich habe gerade eine Sache beschlossen. Wenn Bord nicht gegen mich kämpfen will in meinem normalen Zustand, werde ich rüber zu Wort gehen und mit meiner gewaltigen Keule hauen. Ich bin schneller, als ich sein sollte. Das funktioniert besser als erwartet, ehrlich gesagt. Und seht euch nur mal diese Nippel. Ah! Oh Gott! Seht euch nur mal diese Nippelcam an von vorhin. Habt ihr die gesehen? Du denkst, du bist ein großer Boss. Wollen wir doch mal sehen, ob du wirklich so groß bist, wenn es darum geht, gegen jemanden in deiner Größe zu kämpfen. Ah! Nein! Oh oh. Ich habe den Fahrstuhl wenigstens noch aktiviert. Okay, folgende Sache. Was, wenn ich 10-mal so groß wäre wie normal? Wie würde die Cutscene hier dann aussehen? Ich meine, wir können uns so groß machen, wie wir das für nötig halten. Das ist... Oh mein Gott, das ist eine Lügenliese-Cutscene. Das ist nicht mein Charakter. Ich erkenne ihn nicht wieder. Wir sind aktuell bei 10-facher Größe. Was würdet ihr von 50-facher halten? Ich sehe ihn nicht mehr. Hallo? Wo bist du hin? Oh! Das sind sehr hochauflösende Füße. Ich habe ein bisschen weiter weggezoomt. Okay, die hohe Mauer von Lothric. Versuchen wir uns darüber doch mal vorzubewegen. Ganz vorsichtig. Oh, das hat ziemlich gut geklappt. Komm schon. Ich muss ja doch... Nein! Ich will nicht der Typ sein, aber irgendwas sagt, dass ich unter Umständen Probleme haben könnte, diesen Ort hier zu verlassen. Unter Umständen. Ich höre den kleinen Drake da hinten an. Wie winzig er ist. Auf dem Boden mit die... Wir fallen. Was würdet ihr davon halten, wenn wir einen etwas anderen Ansatz für das Ganze gehen würden?
und uns stattdessen einfach ein wenig kleiner machen würden. Ich meine, sicher, wir werden nicht mehr das abenteuerlichste Abenteuer der Giganten erleben, aber wem mache ich was vor? Mir fehlt das abenteuerliche Abenteuer der Giganten. Stattdessen können wir losziehen und gegen die größten Hunde aller Zeiten kämpfen. Beziehungsweise die normal größten Hunde aller Zeiten. Seht sie euch an, wie sie den Boden fressen. Ihr macht mich krank. Oh, und sie mögen kein Feuer. Ihr seht widerlich aus. Das ist okay, ich kann mich mit euch identifizieren. Die Frage, die ich mir aktuell aber nur stelle, ist, wie viel kleiner könnten wir noch werden? Wir sind aktuell bei 20% der üblichen Größe, aber was, wenn wir auf 2% oder 1% der normalen Größe gehen würden? Finden wir es heraus. Oh, lass ich mal mein Schild ablegen. Das ist ein wirklich kleiner Mann. Oh, da unten ist er. Seht ihr ihn? Seht ihr, wie winzig er ist? Hallo? Seht ihr den kleinen Mann da unten? Er ist unterwegs, Lovrich zu retten. Los, kleiner Mann. Lass dir von niemandem was erzählen. Du bist unaufhaltsam. Oh, oh, da kommt ein großes Hindernis. Er läuft einfach durch. Er ist einfach durchgerannt. Er ist unaufhaltsam. Ich habe mir in der Stelle einfach mal 10-fache Geschwindigkeit gegönnt. Ich habe das Gefühl, dass das auf jeden Fall die richtige Sache ist für mich. Das Interessante daran ist, dass die meisten Gegner nicht in der Lage sein sollten, uns anzugreifen, wenn wir so winzig sind. Die Hitbox schrumpft nämlich mit einem mit, was die ganze Sache sehr interessant macht. Lassen wir uns einfach mal angreifen von... Greift uns hier überhaupt jemand an? Wisst ihr? Ich dachte mal, Heldenmut in dieser Welt würde davon abhängen, wie groß man ist. Aber langsam bekomme ich den Eindruck, dass vielleicht nicht auf die vorhandene Größe ankommt, sondern auf den Mangel jener Größe. Recht! Ja, das ist ziemlich brutal, wenn man den Hund einfach mit dem Knüppel niederprügelt. Was, wenn wir zusätzlich zu dem Ganzen noch die First-Person-Cam aktivieren würden? Oh, mit der, schrumpft man von der Perspektive nicht mit. Das lässt das Ganze ziemlich langweilig wirken, ehrlich gesagt. Allerdings gibt es noch eine Frage, die wir uns stellen sollten. Wäre es möglich, so viel Geschwindigkeit aufzubauen, dass wir direkt drüben bei dieser Villa landen würden? Wie viel Geschwindigkeit wird dafür nötig sein? Reicht die 10-fache? Wohl kaum. Reicht die 20-fache? Ich denke doch wohl nicht. Aber ihr seht, wie wir bereits ein bisschen abheben, während ich drücke. Nein. Wisst ihr, welche Geschwindigkeit wir brauchen? 5000-fache. Folgende Sache. Ich werde nach vorn drücken und eventuell wird das Spiel crashen. Das hat besser geklappt als erwartet. Okay. Jedoch stelle ich mir die Frage, was würde passieren, wenn wir auf 100.000-fache Geschwindigkeit gehen? Das kleinste Drücken des Sticks wird sehr, sehr fürchterliche Folgen haben. Aus irgendeinem Grund ist die Zahl in der Cheat Engine rot markiert, deswegen, das wird wahrscheinlich gut ausgehen. Wow. Ich habe nur ganz kurz gedrückt, was mich einfach gedrückt lasse. Können wir die Spielwelt verlassen? Moment. Oh mein Gott, ich bin bereit. Irgendwas sagt mir, dass ich nicht weiter als bis darüber kommen werde. Nachdem das ziemlich gut geklappt hat, gibt es nur noch eine Sache für uns zu erledigen. Der Sprint auf die andere Seite dort drüben. In 1%iger Geschwindigkeit. Das ist übrigens die Dark Souls 3 Cheat Engine soweit. Falls ihr sie runterladen wollt, gibt es auf Nexus Mods einen Link dazu und es gibt diverse verschiedene kleine Challenges, die man damit machen kann. Und ich weiß, dass es noch theoretisch mehrere verschiedene Dark Souls 3 Cheat Engine Mods geben, die relativ interessant wären. Allerdings würde das alles das Konzept dieses Formats hier sprengen. Deswegen, wir werden Dark Souls 3 wahrscheinlich noch ein, zwei Mal aufsuchen. Es gibt noch ein, zwei Dinge zu erledigen. So zum Beispiel dieses Item da oben mitnehmen. Das ist eine der Dinge. Komm schon. Wir nehmen es mit. Komm schon. Das ist eine Langweiler-Seele.